Hallo Leute, ich dachte mir, ich zeige euch heute mal, wie ich mein Kunstleder quasi selber mache. Das ist ganz praktisch, weil man so wirklich Einfluss darauf nehmen kann, wie das Leder dann im Prinzip am Ende aussieht. Und ja, ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß bei diesem Video. Als Ausgangsmaterial verwende ich ein schwarzes Moosgummi. Man könnte theoretisch auch EVA-Schaumstoff nehmen, allerdings kommt der meistens in ziemlich dicken Platten, was natürlich jetzt nicht so super realistisch ist, wenn es um Leder geht. Ja, und als erstes muss man natürlich in das Moosgummi eine Struktur reinbringen, die dem Leder ähnlich ist. Und dazu benutze ich in diesem Fall einfach zwei Aluminiumfolien. Die habe ich so unterschiedlich stark zerknittert, eine mehr, eine ein bisschen weniger. Und dann presse ich diese im Prinzip einfach mit dem Bügeleisen auf mein Moosgummi. Dabei habe ich jetzt eine mittlere Temperatur verwendet und immer so circa 10 Sekunden gepresst. Allerdings solltet ihr da wirklich selber schauen. Es kommt natürlich aufs Bügeleisen drauf an und auch auf euer Moosgummi, auf die Dicke des Moosgummis vor allem. Und ja, deswegen fangt ihr am besten klein an und werdet dann immer länger, bis ihr dann wirklich die Struktur in dem Moosgummi seht. Und das könnt ihr natürlich so stark oder wenig stark machen, wie ihr das gerne möchtet, je nachdem, wie strukturiert ihr das haben möchtet. Ich mache das immer von beiden Seiten, muss man aber nicht unbedingt machen, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Seite sieht, kann man natürlich auch nur die Struktur in eine Seite reinpressen. Wenn ihr mit der Struktur zufrieden seid, dann solltet ihr euer Kostümteil formen, wie ihr das gerne hättet, also zum Beispiel mit der Heißluftpistole an euren Körper anpassen. Ja, und dann geht es auch schon daran, das Ganze anzumalen. Ganz wichtig ist, dass ihr beachtet, dass ihr ein schwarzes Moosgummi verwendet, denn es werden einige schwarze Stellen im Prinzip übergelassen, die dann so als Schattierung dienen. Ja, und dann wählt ihr euch einfach eine schöne Farbe aus, die ihr für euer Leder haben wollt. Zum Beispiel, wie ich in diesem Fall, ein schönes mittleres Braun. Und dann bringt ihr die Farbe mit der Dry-Brush-Technik auf euer Kunstleder auf. Das heißt im Prinzip einfach, dass ihr ein bisschen Farbe an den Pinsel nehmt, die dann abtupft und erst dann wirklich aufbringt. Das sorgt eben dafür, dass im Prinzip in diesen Rillen, die durch das Bügeln entstanden ist, keine Farbe aufgenommen wird. Das heißt, dass ihr da im Prinzip Schattierungen erhaltet, die dann auch bleiben. Das heißt, ihr solltet dann auch nicht mit zu viel Druck arbeiten, also schön relativ locker über die Fläche drüber pinseln. Wenn das Ganze dann trocken ist, tragt ihr etwas verdünnten Holzleim darüber auf. Wundert euch nicht, dass das so merkwürdige Tropfen bildet. Der wird trocknet ja dann durchsichtig, das heißt, es macht überhaupt nichts. Und dann wiederholt ihr den Vorgang einfach so oft, also immer ja, die braune Farbe und den Holzleim abwechselnd, bis ihr mit der Farbe zufrieden seid. Und wenn ihr mit der Farbe zufrieden seid, dann tragt ihr noch mehrere Schichten Holzleim auf, bis ihr dann auch mit dem Glanz zufrieden seid. Also je mehr Schichten ihr auftragt, desto glänzender wird das Leder. Ja, und dann seid ihr auch schon fertig. Also ich habe jetzt in diesem Fall das Oberteil noch mit so einer Art Handwebtechnik weiterverarbeitet, dass es halt so ein Sense-Snake-Oberteil wird. Ja, eurer Kreativität sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Man kann mit diesem EVA und dem Moosgummi wirklich super gut arbeiten. Man kann es toll verformen und ja, es ist einfach wirklich eine tolle Technik, finde ich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über Däumchen, Kommentare und Abos freuen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!